Okay, ja. Dann müssen wir zurück, ne? Silvester für uns. Damit hätten wir es geschafft. Der Tunnel ist zwar nicht allzu lang, aber ich würde mal sagen, der ist länger als der Hamburger Elbtunnel. Würde ich einfach mal so sagen. Hier müssen wir natürlich auch gucken, wie das hier ausschaut. Wir können natürlich hier nochmal den Vorraum ein bisschen verbessern, aber das müssen wir dann mit einer neuen Spitzhacke machen. Holz, Holz, Holz. Haben wir denn nicht? Nee, wir brauchen nur neue. Dann können wir ja gleich schon hier 1, 2, 3 Stück machen. Zwei kommen rein, eine kommt hier hin. Das kommt hier rein. Wir haben hier verdammt viel Stein, merke ich. Und Essen brauchen wir natürlich auch wieder so ein bisschen. Haben natürlich auch noch den goldenen Apfel, den wir gefunden haben. Ich würde aber gerne selber auch goldene Äpfel zusammenbasteln, ne? Wäre natürlich auch was. So. Hallo Skelett. Bitte nicht, Skelett. Ich laufe lieber mal ein Stückchen. Tunneldecke sieht ganz in Ordnung aus. So, wir können natürlich jetzt hier gleich alles abfahren. Das Skelett kommt uns nicht hinterher. Gut. So. So, Vorhof hätten wir dann. Würde ich sagen, geht hier so eine einzelne Steintreppe wieder vorhin, also wieder ganz hinten, nach oben. Ich würde sagen, ab hier. Cobblestone natürlich. Nicht aus normalen Steinen. Dann fehlt nur noch der Boden vom Tunnel. Der sieht ja natürlich auch noch ziemlich zermüllt aus. Und wir haben Sand, wir haben gleich ein Wasserproblem. Wir haben gleich ein Wasserproblem. Ja. Schön. Aber wir kennen das ja. Wir kennen das ja schon. Davon lasse ich mich heute mal nicht stören von einem Wasserproblem. So. Komm, mal gucken. Natürlich kommen wir in der Mitte des Sees nach oben, des Flusses hier. Ist natürlich klar. Hier ist der Tunnelausgang, sehr schön. Ja, also ich würde mal sagen, nicht ganz so gut, ne? Aber okay. Fahre mich hier oben bis in die Oberfläche ab. Hierhin, da müssen wir vielleicht so eine Wasserabsperrung machen. Aus. Wollen wir Andesit nehmen? Oder. Ach, Diorit, komm. Schon Diorit, wenn wir schon so viel Diorit haben, dann können wir auch Diorit nehmen, ne? So, können wir das hier auch ausheben? Mache ich jetzt hier einfach mal so eine Grenze. Natürlich darauf an, wo die Stufen hier sind.
bis hierhin tatsächlich. Also noch eine weiter. Aber sonst gehen die. So. Dann bräuchten wir gleich wieder die ganzen Schwämme. Die gehen noch da bis ganz nach hinten. Der Eingang. Wir müssen das noch so ein bisschen anpassen. Der geht nämlich, wie man sieht, da bis ganz nach hinten. Noch eine weiter. Schön große Baustelle, ne? Aber dafür sieht es gleich wieder besser aus. So. Tatsächlich bis hierhin machen. Können wir von mir aus auch eine Brücke rüberbauen. Oder irgendwie sowas. So, nur dass das Wasser hier auch verschwindet. So. Wieder Unterwasserarbeit hier. Unterwasserarbeit ist immer das Schönste hier. Vor allem ist es nervig. Und kostet natürlich viel Zeit. Man kann sich hier auch nicht so schnell bewegen, ne? Jetzt die Reihe. Tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen weniger rede, aber ich muss mich hier konzentrieren. Bloß nichts falsch zu bauen, ne? Und dann brauchen wir Schwämme von drüben. Die haben wir nämlich jetzt nicht hier. Gehen wir einfach mal durch den Tunnel. Und dann, wie gesagt, muss auch der ganze Boden raus. Das ist das Schönste von allen. Ah, ja. So. Was kommt jetzt nochmal? Mist. Was wollte ich jetzt nochmal? Mist, jetzt habe ich hier einen auf den. Rohstoffe haben wir hier. Was wollte ich jetzt nochmal? Ich habe den Faden verloren. Mist. Was wollte ich jetzt nochmal? Also, ich war beim Tunnel. Schwämme, Mensch. Warum? Warum vergesse ich das? Ich wollte auch Schwämme holen hier, 5 Stück. Reichen bestimmt. Man sieht da hinten schon schönes Wasser. Schönes Wasser.
So, dann müssen wir auch wahrscheinlich in der Mitte anfangen mit den Schwämmen. Oha, sieht ja alles noch so durchlöchert aus, der ganze Vorgang hier. Das ist ein bisschen viel für einen Schwamm, ne? Weißt du was? YOLO! Zwei Trockner haben wir. So. Damit hätten wir das dann. Okay. Gut, da hier ist noch so ein kleines Stückchen, aber das können wir jetzt einfach mit Dirt versiegeln und dann haben wir das ein schönes trockenes Becken. Oh Gott. Warte mal. Hier. Jetzt aber. Natürlich nicht. Jetzt aber hier. Och nö. Hier nochmal. Noch irgendwo da, ne? So klar, Mensch. So. Jetzt müssen wir hier unten wahrscheinlich so ein bisschen anfangen, ein bisschen den Sand wegzuruppen. Rum. Und hier kommt... Auch Kabel. Ja. So. Komm da runter, Zombie. Hier geht wieder der Schaufeln los. Das hier. Damit hätten wir dann den Eingang. Jetzt kommt hier die ganze... Jetzt kommt die Wand hier. Natürlich. Warum nicht? Hätte ich ja nicht mehr denken können. So, und zwar muss jetzt hier die ganze Wand ein Stückchen runter. Um Diorit hier einfach reinzuschmeißen. So. Okay. So. Kommt die Decke noch und die Seite hier. Kommt bestimmt wieder Wasser rein. Nee. Hier aber. Nein. Seltsam. Kommt da wohl kein Wasser mehr rein, dann ist der Tunnel wohl dicht. Ist der Tunnel wohl für die Ewigkeit, für die weiteren 5 Jahre vielleicht dicht. Ich weiß nicht, wie lange wir Minecraft spielen, aber...